Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SpongeBob Gedönse. Wir sind zurück und werden einmal Lenkräder suchen müssen, haben da zusätzlich neue Roboter, weil diese, die springen, hat man noch nicht. Wir sind in der neuen Welt, die da den schmucken Namen hat, Innenstadt von Bikini Bottom. Und ja, werden jetzt mal gucken, ob wir diese Lenkräder einsammeln. Wir haben verschiedene Aufgaben, unter anderem, und wir haben Schilder, die wir lesen können. Wenn SpongeBob diesen Ball berührt, verwandelt er sich in einen Schwammball. Ah, als Schwammball kannst du schnell rollen, aber ansonsten nichts machen. Wenn du verletzt wirst oder eine beliebige Taste drückst, verwandelst du dich wieder in dein normales Ich. Ah, okay. Können wir damit das Tor aufmachen? Achso, Moment, falsch. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Bereit. Achso, können wir aber. Schwammball? Ah, nee, okay, wir machen keinen Schaden. Man nennt mich auch Schwamminator. Oh, wie funkelnd. Der Schwamminator, 1 von 11 haben wir schon mal. Ah, nee, das ist durchsichtig. Also, kann man nicht draufhüpfen. Kommen wir da auch hin? Nee, wo kommen wir da hin? Wir können auch nicht auf die Tür draufspringen, oder wie? Ernsthaft durch die Markise. Okay, warum nicht? Okay, das war etwas dämlich tatsächlich. Okay, gehen wir erstmal nach da hinten weiter. Wir wollen ja nichts auslassen. Was mir ganz gut gefällt, die Welten sind relativ offen. Was war das? Was schießt der da? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aber hier. Okay, diese Welten sind sehr offen. Moin. Hallo? Danke. Batsch. Hi. Ach, guck mal, in Laufrichtung. In Laufrichtung sogar. Ah, hier, es lohnt sich. So, eine weitere. Acht Stück haben wir. Geschenke öffnen ist klasse. Das nehmen wir auch das mit. Ich meine, wir brauchen wieder 4000 für einen weiteren goldenen Pfannenwender. Haben wir jetzt alle Unterhosen? Ja, hier. Okay, da dürfen wir nicht drüber die Linie, sonst sind wir wieder raus aus der Welt wahrscheinlich. Guck mal, hier sind diese Schleichdinger wieder da. Aber wir werden hier abgeschossen von der Kanone, kann das sein? Irgendwie so ein Blödsinn. Ouch. Ah ja, da zählt. Aber. Was? Trifft das immer? Yo. Ach, der schießt die Dinger da tatsächlich weg. Aber das Ding trifft uns irgendwie, oder? Hä? Du musst oben treffen, oder was? Jo. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen weiter hinter stellen, damit das Ding auch oben einschlägt dann. Es war Zufall, dass es vorhin getroffen hat, anscheinend. Hä? Aber jetzt schlägst du wieder unten ein. Trifft das? Autsch! Au! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hier einmal alle drücken. Okay, warum nicht? So, wir haben einen goldenen Pfannenwender. Falls ich ihn finde. Hallo? Bin ich blind? Ich bin blind. Seht ihr den goldenen Pfannenwender? Haben wir den schon bekommen? Haben wir den jetzt? Was? Nein, danke. Wir sind ja da. Hä? Der wurde doch... Kann das sein, dass es buggy ist? Wozu ist der... Bin doch bescheuert, oder? Ach, da... Hä? Der war doch hier... Ganz ehrlich, laut Videosequenz war der doch hier, oder war das der Blickwinkel?
What the hell? Ganz ehrlich, der war doch im Sand. Oder war das der wirkliche Blickwinkel einfach so beschissen? Was ist das da oben? Okay, es geht noch auf jeden Fall dahin um einiges weiter. So, da sind wir jetzt eigentlich so weit durch. Kriegen wir Fallschaden? Nein, oder? So, dann können wir weiter. Ich glaube, den Rest haben wir erstmal. Soweit. Ganz. Nee. Da müssen wir näher ran. Moin. Können wir damit? Oh, Gary. Nicht amüsiert, der Gute. Mich hätte interessiert, ob wir in dieser Ballform... Ach, guck mal, jetzt bleibt es offen. Bleibt es für immer offen. Ob man in dieser Ballform die Dinger zerstören kann. Roll, roll, roll den Schwamm. Ach, wir können auch anhalten. Okay, gut. Können wir damit? Nee. Okay, wir können gar nichts haben. Außer, dass wir schnell sind, können wir nichts anfangen damit. Dieser Roboter heißt Ha-Ha-Anschub. Der beste Weg, ihn zu erledigen, ist, von oben einen Blasenhüpfer auf ihn zu machen. Okay. Okay, okay. Warum war das hier? Ultra-Kombo. Monster-Kill. Fehlt mir so ein bisschen. Das sah aus wie Augen. Okay. Oben drauf springen. Easy. Moin. Okay, da ist eine Wand. Achso, da oben wäre nur eine Unterhose, aber die brauchen wir nicht. Ja, eigentlich macht das Sinn, wenn wir da drauf springen, oder? Soße. Ouch. Ja, okay. Soße, aua. Soße, aua. Schade. Wie? Nur wegen dem... Nur wegen dem Blauen? Wirklich? Okay. Wir können ja auch so rumrollen. Eigentlich müssen wir doch wieder irgendwo einen Schalter drücken müssen. Zu hübsch! Ich halte es nicht aus! Quatsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich mich auch, mein Freund. Ich mich auch. Okay, die Soße dürfen wir nicht berühren. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Das auch noch. Guck mal, für die Blauen müssen wir nicht, springen. Wir müssen einfach nur einsammeln. 2400 schon wieder. Vermisse. Geht auch nicht, oder? Nope. Vermisse so ein bisschen einen Schalter. Geschenke öffnen ist klasse. Bringst du die anderen mit? Jo. Ah! Ach, cool. Ah! Aber wie machen wir das bei dem Rest? Okay, damit können wir die Dinger sprengen, aber wie kommen wir... Kommen wir beispielsweise an den ran? Ich meine, es geht zwar durch, aber so richtig rankommen tun wir trotzdem nicht. Da oben müssen wir auch noch irgendwie aufs Dach kommen. Ach, da können wir durchrollen. Und da... Schalter nicht gesehen. Ist ja neu. Aber hier können wir durchrollen, oder? Oh nee, schade. Ja, gut. Profi Idee. Schade. Ich hätte gedacht, wir können durchrollen. Moin, moin, moin. Okay, mehr als genug Zeit. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wir können es auch rollen machen, das Level. Komm mal da rein. Ach, guck mal, jetzt ist sie auch auf. Ich suche Socken. Einmal durch die Stadt. Ist aber auch nicht mehr wirklich was. Da ist noch ein grüner. Ganz, 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 ganz guter Kunden. Ach, guck mal, hier können wir uns eh wieder verwandeln. Wenn wir möchten.
mal ein grünes. So, warte mal, die müssen, genau. Kann ich? Weil wir haben ja kurz Zeit. Da kommen wir aber nicht an die Socke da oben, oder? Was sind das für andere Dinger hier? Hier oben. So, da kommen wir aber nicht rüber. Können wir so weit springen. Zumindest nicht. Achso, wir hätten den runterholen können, dann hätte es die da gesprengt. Da ist noch ein grünes. Okay, schade. Einmal durch. Hat das uns was gebracht, wenn wir jetzt da, wo wir da oben drauf waren? Nein, oder? Nicht wirklich. Rein können wir auch nicht. Nope. Also ich versuche halt irgendwelche Secrets auch zu finden, aber entweder es gibt keine. Oder ich stelle mich zu doof an. Ach, guck mal, die Kanone ist wieder da. Aber du bringst ja auch nichts vorwärts, oder? What? Einmal durch die Stadt. Okay, da können wir als Kugel drüber. Aber wollen wir überhaupt darüber? Wobei, wir kommen da unten. Kommen da unten sonst gar nicht mehr hoch, oder? Ne, wir kommen da unten gar nicht mehr hoch, anders. Wir sind voll. Ich bin rolltastisch. Wir brauchen einen Doppelsprung, oder? Gott, wie war das denn? Was sollten wir nicht auch? Okay, passt. Passt es leider nicht ganz. Okay, wir müssen das rollend machen. Die Frage ist, wie ich diesen Doppelsprung hinkriegen soll, aber wir kriegen das schon hin. Ah! Ach, guck mal, wir hüpfen dann irgendwie auch höher. Das schießt mit. Alter, das schießt mit Waschbecken. Oh. Kapowie. So, da haben wir das nächste Loch reingesprengt. Alle? Jo. Wir haben das nächste Löchlein. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das geht. Ich habe gedacht, da kommst du nicht durch. Die Hose. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oder? Moin. Aber wahrscheinlich, wenn dann irgendwo hinten dran. Wäre das nicht sinnvoller gewesen, wenn das offen geblieben wäre? Hä? Okay. Das sieht mich maximal verwirrt. Es glänzt. Okay. War da, komm. Ja, das geht. Guck, diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Ja gut, aber wir haben jetzt das Fenster zugemacht. Ah, guck mal, die bewegen sich. Okay, die bewegen sich nach oben und unten. Die Socke. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Sicherlich. Okay. Schaff. Gott, müssen wir das als Ball? Ernsthaft? Also wir können... What? Nee. Wir können so hoch gar nicht springen als Ball. Nee, wir kommen gar nicht so hoch als Ball. Wozu brauchen wir dann den Ball? Genau, ah, okay. Meine Größe. 2000... What? Sea Needle. Hallo? Was haben wir dann... Ist das ein... Gehört das zum Level dazu? Das ist ein neues Level. Oh, 2000 ist sportlich. Okay, da können wir auf jeden Fall hoch, ist klar. Autsch! Au. Ach, den da lassen wir noch wohl. Irgendwas spuckt die leider auch aus.
Ja, okay, dann gehen wir weiter, oder? Ich meine, irgendwie kommt man auch wohl da hoch, aber vielleicht auch in einer anderen Form wieder. Weiß man's? Hey, Gary. Gary! Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Mau. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Yes! Miau, miau! Oh, was für ein großer Abstand. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Ach, deswegen die... Oh, okay. Oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich! Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Okay, aber wo kriegen wir Sandy her? Achso, warte mal, müssen wir? Wir haben 13 Pfannenwender. Mit Sandy? Na, wir brauchen Sandy dafür, dass wir da hochkommen. Aber wo kriegen wir Sandy her? Sandy müssen wir aber auch wahrscheinlich aus dem Start bekommen. Guck mal, ja, Bus. Aber wir können ja nicht... Wir können doch Patrick wechseln, oder? Nein! Wieso? Ach, einfach so? Sicher, dass das so gehört? Das hat... Ah. Ah, okay. Mit Doppelsprung, Doppel-Leertaste können wir das so machen. So, was hast du? Springe diese Treppe hoch. Sandy kann über den Abgrund zum nächsten Dach gleiten, wenn sie einen Doppelsprung macht und du anschließend Space gedrückt hältst. Da ist aber auch noch was gewesen, oder? Ja, guck mal, das Lenkrad brauchen wir auch noch. Die Dinger sind beweglich? Nein. Okay, schade, das geht nicht. Aber wir kommen mit ihr über die Abgründe drüber. Also wir können mit ihr extrem weit springen dafür. Kawabanga! Kawabanga! Kannst du auch sowas? Nope. Gary! Zack! Okay, da hoch. Da rüber. Müssten wir auch, oder kommen wir erst so rüber? Okay. Gut. Springen wir mal über die Dächer. Muss man das jetzt Leertaste halten gewöhnen. Ist hier nicht aber dann irgendwo auch gut grünes? Ach so, kommen wir auch mit Sandy dann an das Liederne ran. Okay, aber ganz ehrlich, du brichst halt von den Dingern eigentlich unendlich viele. Also jetzt irgendwie dafür großartig auf Jagd zu gehen, weiß ich nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Ich finde tatsächlich nicht. Ist da oben was? Ich sehe es leider nicht. Aber das ist eh... Ja, der ist schräg, aber da wird ohne Grund schräg sein. Da können wir die Dinge noch rausspringen. Okay. Wir haben halt irgendwo definitiv eine Socke verpasst, oder? So, was kannst du noch? Sandy kann einen Handkantenschlag machen, wenn du linke Maustaste drückst. Wenn du in der Luft einen Handkantenschlag ausführst, wird dieser stattdessen zu einem Karate-Tritt. Nimm das! Batsch! Yay, Karate! Je glänzender, desto besser! Hier kannst du irgendwas werfen, oder? Sandy kann einen Objekt mit dem Lasso fangen, wenn du die rechte Maustaste drückst. Oh, cool. Ah, nice. Aber es geht kaputt, das Objekt. Na, guck mal, so werden wir auch mal das Lenkrad bekommen. Okay, und was kannst du noch? Sandy kann von einem Schwunghaken schwingen, wenn du rechte Maustaste drückst. Okay. Okay, aber dazu brauchen wir diese Wow, okay. Holla die Waldfee. Gar nicht so einfach. Sandy kann einen Roboter mit dem Lasso fangen, wenn du rechte Maustaste drückst. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Aber der muss auch... Ja, genau. Geht kaputt. In der Luft sogar. Okay, nett. Achso, diese Maschine schießt immer wieder welche. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Warum? Wo müssen wir hin?
Warte mal, das war, um da rüber zu kommen. First National Bank. Da sind wir gerade hoch. Wo zur Hölle müssen wir hin? Achso, warte mal, wir müssen da... Nee, darüber müssen wir nicht. Wo müssen wir hin? Wir hatten uns den Sprung ja darüber, oder? Nee, das war das. Da hoch. Das ist definitiv falsch. Geht eh nicht. Seht ihr, wo wir hin müssen? Darüber, oder? Erinnerst du mir, das ist die Socke. Ja, guck mal, wir können praktisch unendlich lange auf der gleichen Höhe sein. Wir gehen erstmal... kamen wir nicht von hier? Aber wir nehmen die Socke natürlich mit. Tja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Ich glaube auch. Aber das ist falsch. Hier waren wir ja eigentlich schon. Okay, da kommen wir jetzt leider nicht mehr hoch. Ich habe mich verlaufen. So ein kleines bisschen. Müssen wir jetzt nochmal von vorne? Weil wo ist vorne? Ach du Scheiße. Nee, schleichen kann sie nicht. Shit, wo muss man denn hin? Warte mal, das... Okay, da hoch kommen wir mit Sandy noch. Okay, da waren wir ja auch schon. Okay, von hier aus nach... Ne, wir kamen von hier bis nach da, oder? Ich bin raus aus der Nummer, ihr merkt schon. Wo zur Hölle müssen wir hin? Von hier aus hier rüber? So, warte mal, können wir mit dem Lasso noch weiter schwingen? Gab's doch nicht noch mehr mit dem Lasso? So, hier war das. Mit dem Lasso-Sprung. Ist gar nicht so einfach, Wande. Dann haben wir das hier, damit wir ihn holen können. Denk dich niemals mit Texas an! Wo kommt der eigentlich hergeschossen? Ah, guck mal, hier! Da! Okay, von da nach da. Ja, hier! Alter, ich habe das nicht gesehen. Okay, das geht. Okay, wir haben's. Ich habe das nicht gesehen. Nicht ums Verrecken. Und... 14! Wir haben 14. Sehr schön. Schwere Geburt. Richtig schwere Geburt. Aber hey. Und Exit. Oder auch nicht? Ach so, okay. Zum Durchreißen. Es ist eine Wand gewesen. Wir können da nicht reinspringen. Schade. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben. Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach, die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Okay, also, nächste Aufgabe haben wir, aber da geht's auch noch lang. Bikini Bottom Motor Company. Da müssen wir lang, da können wir lang. Die Schachtel machen wir auf jeden Fall erstmal auf. Dann bist du auch irgendwo eine Patrick-Socke liegen, oder? Okay, wir brauchen die Antenne und sollen die Antenne austauschen. Da oben ist auch noch mal eins. Ach, guck mal, die haben wir auf. Haben wir den aufgekriegt? Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Okay, hier können wir wieder wechseln. Kannst du auch so einen Wundersprung? Nein. Hiya! Hey! Achso, wir können das... Sie hat keinen...
der hat keinen dieser Bounce-Angriffe. Das heißt, da müssen wir wechseln. Müssen wir dann Doppelwechsel? Kriegen wir Patrick SpongeBob. Achso, wir können inzwischen. Okay, wir können zu Patrick gar nicht wechseln, glaube ich, in dem Level. Wow. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ja gut, aber wir brauchen wieder Sandy auf jeden Fall, um dann weiter springen zu können. Okay, das geht wiederum nur mit SpongeBob. Wir probieren mal das schon mal aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas, wahrscheinlich den falschen Weg gehe. Wahrscheinlich sollte man der Story folgen, also die Antenne austauschen zuerst. Aber jetzt nehmen wir mal das noch mit. Bam! Oh, wie funkelnd! Oder war das jetzt so ein Bonus? Ah, Patrick Socke. Moin! Patrick sollte mal wieder waschen. Ja gut, die Hand. Bereit für einen weiteren fantastischen Tag. Wir wechseln wieder. Okay, es ging eigentlich, glaube ich, nur um die Socken tatsächlich. Wir haben 10 Socken, oder? Ich glaube, es war die 10. Okay, dann zur Antenne. Level spielt sich leichter wie das davor, habe ich das Gefühl. Nicht vergessen, Sandy kann über große Abgründe springen, wenn du... Ja, ja. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alter. Okay, das ist fies. Zack! Ah. Ja, okay. Das habe ich vergeigt. Der Arsch, der schmeißt mit riesengroßen Bomben auf uns. Achtung, Eichhörnchen im Anflug. Yeah. Achso, wir hätten auch das Lasso nehmen können. Okay. Sandy kann, ja, ja, Roboter einsammeln. Aber nicht so, nicht so weit leider. Es geht doch nicht über Seilsport. Schön, dass du das in Luft machen kannst, aber du das halt mit dem Abgrund machst, glaube ich, war es das mit uns. Nee. Geht das höher? Ein Ungeziefer weniger. Na gut, wir haben das. Ja, okay. Aber wir haben es gegengeschleudert. Geht das nicht? Über die. Nein. Ah, hier wieder. Diese Texas-Dinger. Ich sehe die immer nicht. Bringt uns das was? Nein, eigentlich. Wollen wir die zerstören? Ich hätte dahinter hätte ich eine Socke versteckt. Ganz ehrlich. Hätte ich gemacht. Wieder 2000. Wie viel brauchen wir? Nein! Aber wir könnten schnell reisen. Aber was war? Bringt uns das was? Wo kommen wir raus? Ach so. Das ist aber scheiße, weil wir kommen da ja gar nicht hoch, oder? Wären wir über die Lampen da hochgekommen. Ja, cool. Uns fehlen... Leider. Okay, wir brauchen diese zwei... Okay, wir brauchen zwingend 2100. Anders geht's nicht. Ja, super. Hier können wir aber auch nirgendwo. Ach, hier kommen wir wieder ganz zurück, oder wie? Wir brauchen. Uns fehlen halt momentan. Guck mal, jetzt ist alles wieder resettet auch. Kommen wir da aber. Nee, müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg gehen? Nein, oder? Wir müssen jetzt aber nicht nochmal den ganzen Weg gehen. Mir fehlen jetzt, also wir brauchen zwingend 2100. Da führt nicht wirklich ja. Gerade vorbei. Danke. Ah, wir haben 2100. Und müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Vor allem uns fehlt auch nur dieses Lenkrad da oben. Ja, aber wir sinken ja leicht. Also wir müssen schon da hoch. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder... Ach Gott, ernsthaft? Okay, das ist scheiße.
Wir müssen den ganzen Weg über die komplette Map jetzt wieder zurück. Gut, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Und wir haben jetzt Übungen mit dem Springen, aber trotzdem. Das ist ja fies. Alter Verwalter. Ein paar mehr. Je glänzender, desto besser. Moinsen. Wir beeilen uns ein kleines bisschen. Aber das ist fies, dass du jetzt den ganzen Weg wieder zurück musst. Den hatten wir vorhin gar nicht, oder? Ah doch, hat man. Mussten wir ja haben. Darüber. Wir müssen hier rüber, genau. Aber der Mist. Aber wir hätten schnell reißen können mit irgendeinem Karton. Aber merkt ihr mal den Karton. Na guck mal, darüber können wir jetzt. Von hier aus können wir darüber, aber dann können wir schnell reißen. Wo ist denn dieser Karton? Da unten. Nee. Doch, da unten, oder? Ach shit, wir hätten den Schnellreißkarton nehmen können. Gut, weiß ich halt nicht. Oder wusste ich nicht. Da haben wir unser Lenkrädchen. Ah! Cool. Das müsste dann jetzt der Karton sein, oder? Bitte. Ich weiß nicht. Irgendwie ist heute ein Wurm drin. Ich bin heute ein bisschen blind. Ich glaube, Jump'n'Run ist heute echt nicht meins. Sorry. Irgendwie. Das lief schon mal deutlich besser. Irgendwie bin ich raus aus der Nummer heute. Okay. Hier können wir aber. Wobei, wir haben den Karton. Wo kommt der Karton hin? Nirgends. Okay. Aber der Karton da oben. Aber da kommen wir ja nicht. Aber auch über die. Wir kommen ja nicht, an die Lampen ran. An der Stelle ist. Oh doch, geht. Nee, doch, geht, oder? Nee, leider nicht. Nee. Die rutscht leider weg. Aber willst du dann. Ach, über ihn hier? Nee, bei ihm rutscht man auch weg. Nee. Kriegst keinen Doppelsprung hin, weshalb auch immer. Das heißt, wir müssen den Weg leider wieder zurück tatsächlich. Schade. War jetzt nicht so weit, aber trotzdem. Da oben wäre noch was Grünes, aber das ignorieren wir mal. Apropos, nee, keine Socke. Ouch. Okay, schon das besser. Moment, bis da gezogen wird. Ah, nicht, dass wir runterfallen. Wieso seid ihr eigentlich? Ah, jetzt haben wir die 2100. Kombi, Kombi. So. War da. Achso, das können wir nur mit. Das können wir nur mit Lasso killen, das Ding. Wir können anders das Teil gar nicht töten. So, jetzt haben wir die 2100 zumindest. So, Checkpoint. Okay. Muss im Sprung da ran? Also müsste jetzt nochmal warten, das hat jetzt schon wieder zu lange gedauert, aber ich muss da hinspringen, damit ich da rankomme. Ich habe gedacht, ich komme halt von der Plattform hier an. Ich komme aber von der Plattform gar nicht ran. Das ist ja fies. Können wir das neu auslösen? Nope, wir müssen warten. Ich habe halt irgendwie eine lange Leitung. Weiß auch nicht. Über das Seil kommen wir aber auch nicht. Eigentlich vorhin gesagt, dass das Level leichter ist wie das erste Level. Also es ist zumindest. Ich stelle mich. Ja, wo geht's? Ich stelle mich zumindest bekloppt an. Guck mal, wir können ja. Ah, okay. Aber wir hätten noch ewig Zeit gehabt. Okay, 15. Cool. Aber das war jetzt nicht das mit der Antenne.
Achso, warte mal, können wir? Jo, können wir. Okay, da wir jetzt das wissen, können wir natürlich so machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass da was rauskommt. Sandy kann. So, ja. Autsch! Ja gut, das zieht uns... Aber wir standen so nah das dran. Das ist aber schön. Hier ist nichts. Autsch! Okay, das ist fies. Leg dich niemals mit Texas an! Eine Erfrischung! Na gut, das ist klar, dass wir da aber wir müssen da nochmal zurück. Dann brauchen wir ja auch die Lenkräder. Wir hätten jetzt 15 von den Dingern, das heißt, wir können in die andere Welt auch rein. Jetzt ist die Frage, wie wir es machen. Es ist ja nur angezockt, also wir werden das Spiel nicht durchspielen. Es würde, glaube ich, auch relativ lang dauern, das durchzuspielen. Das ist doch ein bisschen aufwendig, das Ding. Es ist cool. Nicht vergessen, große Abgründe. Ja, ja, ist klar. Aber es ist schon aufwendig. Können wir da irgendwie... Okay, wir standen tatsächlich nur zu nah dran. Also das zieht uns nichts ab. Dann dementsprechend. Wieder oben. Nein. Ah, da ist wieder so ein Texas-Ding. Ich hab gedrückt! Hallo, ich hab gedrückt. Da können wir uns nicht dran festhalten. Da hinten ist eine Socke. Okay, da werden wir auch irgendwie hinkommen. Was das hier kann, ist klar. Nicht vergessen, große Abgründe. Hä? Schaff's nicht. Wir kriegen immer wieder von den Blumen. Ja, das will ich noch, das will ich noch schaffen. Jetzt! Du musst mit Schwung halt auch da rangehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Okay, da drüben ist ein Roboter. Muss man auch hin, oder? Wir haben sonst keine andere Wahl, großartig. Schwirre ab, du lästiges Ding! Autsch! Hä? Autsch! Autsch! Okay. Wir brauchen Hundausch. Eine Patrick-Socke. Die du verschwindest, aber warum? Vielleicht nur Punkte, vielleicht ein Geheimgang, man weiß es nicht. Hiya! Hey! Igitt! Okay. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Checkpoint. Ach so, weil wir die Leben wiederkriegen. Okay, deswegen die Unterhose. Okay, schon besser. Hin. Ah, moin. So, da hätten wir auch das Lasso nehmen können, aber das geht auch mit dem Handkantenschlag. Gut. Das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Auch wenn die Folge dadurch ein bisschen länger geht. Uah. Das ist auch noch eine Wippe. Hier darüber waren wir schon. Achtung, Eichhörnchen am Anflug. Eine Erfrischung. Hey, war nicht hier irgendwo dieses Patrick-Socke? Da hinten. Gut, wir würden von hier aus das, ja, wir würden von hier aus rankommen. Aber die Frage ist, wo wir dann hinkommen. Und tschüss! Das hier ist relativ easy, du musst immer noch auf den Schatten achten. Sprach eher und versagte kläglichst. Und hier würden wir auch rüberkommen. So, das haben wir. Sollten wir nicht sogar das überspringen können? Mal hier. Okay, das ist... Arsch! Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage! Wahrscheinlich brauchen wir gleich wieder 2500, deswegen nehmen wir mal ein paar mit. So, okay, einmal. What the? Autsch! Okay. Kompliziert, was ich machen könnte. Scheiße. Wow.
Wow. Wir können es im Flug, aber wenn, da, wenn die halt immer wieder neu kommen, ist schon scheiße. Sandy kann genau wie SpongeBob abhängig hinunterrutschen. Ah. Das hier? Okay. Achso, warte mal, da war es aber die Patrick-Socke. Aber oh, da kommen wir mit der Trampolin dann wieder hoch. Wir hätten doch gleich hier rübergleiten. Wir hätten doch gleich hier rübergleiten können, oder? Müssen wir wirklich auch da drauf bleiben? Wahrscheinlich. Aber wir hätten doch gleich hier rübergleiten können. Bin mir recht sicher sogar. Boah, wo ist die blöde Antenne? Das ist noch ein ganzes Stück, oder? Moin! Gase. Beziehungsweise der Pannenwender. Okay, wir können wieder wechseln. Wir haben jetzt 16. So, aber wir müssen sogar wechseln, weil wir mit SpongeBob rufen können. Die Antenne haben wir. Ich würde gerne in den nächsten Levelabschnitt. Ah, guck mal, hier haben wir eine Kiste. Geschenke öffnen ist klasse. Patrick. Noch ein Pfund für Patrick. Zum Leuchtturm reisen. Achso, da sind wir wieder unten, oder? Alle, ah, nee. Alles klar, Kinder. Level verlassen, fortsetzen. Also, wir sollten hoffentlich hier wieder spawnen. Wenn nicht, haben wir den Karton. Ich hoffe, der bleibt zumindest. Ja, das war's für die Folge. Extra lange Folge diesmal. Viel, viel, wirklich sehr viel Jump'n'Run. Ich hab's ein bisschen arg verpeilt tatsächlich. Keine Ahnung. Ich muss ins Bett, glaube ich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem weiteren Let's Play. Wir werden noch eine Folge auf jeden Fall dranhängen, würde ich sagen. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir ab und zu mal einfach wieder spielen. Aber eine Folge kommt auf jeden Fall jetzt erstmal in der Reihe noch. Aber ich werde den Spielstand mal behalten. Und wir können ja immer wieder eine Folge SpongeBob reinmachen, wenn euch das dementsprechend gefällt. Das Ganze kam jetzt erstmal für Kanalmitglieder raus. Übrigens vielen Dank für die Unterstützung natürlich nach wie vor. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und danach natürlich für alle anderen auch dementsprechend verfügbar das Ganze. Das heißt, die meisten werden es dann natürlich erst sehen. Aber ja, vielen Dank erstmal. Eine Folge kommt definitiv noch und dann machen wir vielleicht immer mal wieder was. Gerne mal in die Kommentare setzen, wenn ihr das weitersehen wollt. Bin ich durchaus bereit, hier weiterzumachen. Mir gefällt das sehr. Ich mag den Humor. Er ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber tatsächlich mein trifft so ein bisschen. Und ich finde das Spiel ganz cool. Ist aber eher sowas für zwischendurch und ist nicht was, wo man die durchspielen müsste. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, mach's gut. Bis zur nächsten Folge bei SpongeBob, Spar im Kopf und den Rest schenken wir uns nach wie vor. Tschüss.